Meine Herren, nach dem gestrigen Überfall in Rosenheim haben wir jetzt in Oberbayern innerhalb von 4 Wochen 5 nächtliche Überfälle auf alleingehende Frauen. Ohne auch nur die geringste Spur von den Tätern. Wenn es nicht immer der gleiche war. Ganz recht, Frau Schul, die Umstände sprechen durchaus dafür. Die Frauen sind jeweils in einer dunklen Gasse und immer zwischen 22 und 23 Uhr von hinten angefallen und gewürgt worden. Einmal leider mit tödlichen Folgen. Und jedes Mal konnte der Täter unerkannt entkommen. Ja, geben denn die Orte, wo es passiert ist, keinen Hinweis? Ja, ich fürchte, nein. Der erste Überfall fand am 14. September hier in Wasserburg statt. Der zweite am 19. in Trostberg. Am 25. kam dann der Mord in Prien. Und dann kam am 4. Oktober der Überfall in Traunstein und gestern der in Rosenheim. Ja, vielleicht hat der Täter seinen Wohnsitz innerhalb dieses Kreises. Das wäre natürlich möglich. Aber ebenso gut kann es sich um einen Menschen mit einem Reiseberuf handeln, um einen Vertreter oder Verkaufsfahrer oder so etwas Ähnliches. Jedenfalls müssen wir sofort die Meldezettel sämtlicher Hotels, Gaststätten und Pensionen überprüfen. Dass es dabei auf eine exakte und lückenlose Routineermittlung ankommt, brauche ich wohl nicht extra zu betonen. Dann werden Sie wohl die Leitung dieser Aktion sicher selber übernehmen, Herr Steiner. Wanninger, Sie wissen doch ganz genau, dass mir die Urlaubsvertretung von Herrn Direktor Mitterer dazu nicht die nötige Zeit lässt. Nein, in Anbetracht der ernsten Situation übertrage ich Ihnen den Fall. Ja, May, solche Routineermittlungen vertragen sich halt gar nicht recht mit meinen Methoden. Wir können es uns nicht leisten, dass der Bürger noch einmal zuschlägt. Die Frauen in Oberbayern trauen sich ja nachts schon gar nicht mehr aus den Häusern. Und die Presse, na, das wissen Sie ja selbst. Also gut. Sagen Sie mal, Herr Neubauer, sind Sie ganz sicher, dass Sie gestern Nacht, also diesen hier gemeldeten, keine anderen Gäste gehabt haben? Aber Herr Inspektor, ich melde doch jeden Gast. Ja, also, dass wir uns richtig verstehen. Ich komme nicht vom Finanzamt. Also, das, was ich hier mache, ist eine reine Routine. Ja, nein, ich schwöre es Ihnen. Ja, ist schon gut. Na, Fröschl, was gibt's? Die Frau Weidner wäre jetzt da, die gestern Nacht überfallen worden ist. Bring sie rein. Können wir da ins Nebenzimmer rein? Ja, bitte. Grüß Gott, Frau Weidner. Ich heiße Wanninger. Bitte schön, kommen Sie doch rein. So. Und jetzt erzählen Sie mir mal, wie das passiert ist. Schrecklich was. Ganz schrecklich. Ja, das glaube ich schon. Und von dem Kerl haben Sie gar nichts gesehen? Nein, nichts habe ich gesehen. Gar nichts habe ich gesehen. Also, Sie sind etwa um 22.30 Uhr durch den dunklen Hintern gegangen. Ja. Ja, und was war dann? Ja, auf einmal da haben sie mir 2 Hände um den Hals geklingt. Ich habe gar nichts gehört vorher. Mir ist das Herz stehen geblieben. Aber Sie haben sich doch gewehrt. Na ja, schon gestrampelt habe ich, mit den Ellbogen nach hinten geschlagen. Und auf einmal habe ich wieder Luft gehabt und da habe ich geschrien. Geschrien. Und über den Täter können Sie mir wirklich gar nichts sagen? Nein, ich habe nur noch seinen Schatten gesehen. Aber wenn der mich richtig erwischt hätte, der hätte mich umgebracht. Also jetzt beruhigen Sie sich, Frau Weidner. Wir werden den Kerl schon kriegen. Hoffentlich, Herr. Ich danke Ihnen schön. Ich habe zu danken. Nein, können Sie sich darauf verlassen. Ich weiß, Sie sind bekannt für Ihre Tüchtigkeit. Wir tun, was wir können. Wiederschauen. Wiederschauen. Recht zum Wohl. Okay. Dankeschön. Sagen Sie mal, Herr Neubauer. Ja? Ich sehe da gerade, dass gestern Abend die Dachswanger Bühne bei Ihnen gespielt hat. Ja, Satan und Engel. Sie, die Hauptrollen, hat Froni gespielt. Das ist ein sauberes Mal. Ja, und haben die Darsteller auch hier übernachtet? Ja, freilich. Ja, und wo sind die Meldezettel? Ja, also, naja, wissen Sie, Herr Inspektor, das ist ja so, gell? Also, dem Dachswanger vermiete ich den Saal und die Zimmer pauschal, gell? Und ich glaube, da braucht man doch keine Meldezettel mehr rausfallen, oder? Ach so, ja. Das ist sehr interessant. Mhm. Und wissen Sie vielleicht zufällig auch, wo die Dachswanger Bühne vorher gastiert hat? Ja, die sind aus Traunstein gekommen. Aus Traunstein? Mhm. Das ist ja noch interessanter. Fröschl, du übernimmst sofort die Routineermittlungen. Ja, Herr Wanninger, das können Sie mir doch nicht antun. Keine Widerrede. Ja, und wenn Sie jetzt vielleicht noch wüssten, wo die Dachswanger Bühne von hier hinzogen ist? Ja, die sind zum Walchensee, glaube ich. So? Ja. Ja, dann weißt du ja, wo du mich erreichen kannst.
Dachswanger, das ist meine Frau. Wirklich? Darf ich mir da ein bisschen umschauen? Ja, natürlich. Ja, warum? Ja, wissen Sie, ich bin ein bisschen neugierig. Ich war nämlich früher selber mal am Bauerntheater. Ja, kennen Sie aber gar nicht. Ja, ja, das glaube ich schon. Das ist ja auch schon lange her. Also, wenn man sich das so anschaut, da kriegt man direkt Lust. Da möchte man am liebsten wieder mal mitspielen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber wir sind leider komplett. Schade. Wissen Sie, man denkt vielleicht eine kleine Rollen oder als Inspizient. Naja, ich verlange da auch nicht viel. Ja, wenn das so ist, als Inspizient, da können wir es gleich anfangen. Mir ist es sowieso leid, dass ich jeden Dreck selber machen muss. Dankeschön. So, dann fangen wir es gleich heute Abend an. Ist schon recht. Wir gehen. Mein Gewitter. So. Ja, da hinten liegt irgendwo ein Textbuch, gell? Lesen Sie es einmal durch. So, also bis nachher, gell? Sophie, komm, wir müssen die Freikarten verteilen. Ja. Also, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Lass mich los, das ist aber doch nicht mein. Mir wäre es heimvoll, du hinterlistige Katz, du. Au, du tust mir weh, du Grobian. Du brichst mir alle Knochen, au. Hey, lass das mal los, du belgischer Riesenrammler. Zum Raufen. Du wirst doch hoffentlich einen Stärkeren finden. Oder traust du dich bloß an Frauenzimmer hin? Wenn du am Ende glaubst, dass du der Stärkere bist, dann... Sei Stadlösel, der Vater war doch auf dich. Meint sie ja nicht so, der Läusel. Trotzdem, vielen Dank, Herr... Wanninger, ich bin der neue Inspizient. Und ich bin die frohe Dachswanger. Ja, das haben wir schon gedacht, so wie die Mannsbilder hinter Ihnen her sind. Und wir, ich komme kaum, da werden Sie scharf, sind die auf mich, einer oder der andere. Das heißt, bis auf den Bertel. Aber der ist auch kein richtiges Mannsbild, nicht? Wieso, ist der anders? Aber, Herr Wanninger, jetzt muss ich aber gehen. Ja, ja, lassen Sie ihn nicht aufhalten. Ich finde mich schon zurecht. Ich bin der neue Inspizient, ich heiße Wanninger. Albert Graudenz. Ah, dann sind Sie bestimmt der Bertel. Ich habe schon von Ihnen gehört. Ja, der bin ich. Aha. Ja, ich wollte mich da ein bisschen umsehen, ob alles in Ordnung ist. Aber jetzt, wenn wir einen neuen Inspizienten haben, dann... Ja, und hoffentlich bald einen Mitspieler. Sind Sie schon lang bei der Dachswanger Bühne? Entschuldigen Sie mich, Herr Wanninger, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit. Ja. Wir sehen uns ja dann später. Natürlich. Ich glaube, wir dürfen gar nicht schlecht zusammenbeißen, wir zwei. Meinen? Nimm dich vor dem in Acht, Froni. Den kenne ich zufällig. Der geht immer gleich aufs Ganze. Geh, okay, Herr Wanninger. So. Aber nicht bei mir. Da gehören zwei dazu. Fröschel, sei vorsichtig. Das Mädel zieht die Burschen an wie ein Magnet. Na, hast du was rausgebracht? Ach, rein gar nichts. In keiner der fünf Städte ist für die Überfallnächte eine bestimmte Person festzustellen. Na ja, wenn nicht eine. Dann vielleicht fünfe. Da, schau doch mal auf den Tourneeplan von der Dachswanger Bühne. 14. September Wasserburg, 19. Trostberg, 25. Prien, 4. Oktober Traunstein und gestern Rosenheim. Und immer mit dem Stück Satan und Engel. Sagt dir das gar nichts? Ja, Kruzi, Dirken. Da müsste ja der Täter höchstwahrscheinlich bei dem Bauerntheater zu finden sein. Ach, die nehmen wir gleich alle mit zum Verhör. Langsam, Fröschel. Erstens können wir ihm nichts beweisen, denn es hat ihn ja niemand gesehen. Und zweitens würde er durch ein Verhör nur gewarnt, na, und dann wäre er doppelt vorsichtig. Na ja, schon, aber was sollen wir denn sonst machen? Schau halt zu, dass du ein bisschen was rausbringst über die Mitglieder von dem Ensemble. Und was unternehmen Sie? Also, Sepp, wenn die Gräfin mit ihrer Zofe kommt, nachher schreist laut um Hilfe. Ja. Aber was ist, wenn noch mehr Leute unterwegs sind? Bei so einem neuen Gewitter traut sich doch niemand in die Berge. Ja, das sagst du. Da hinten wird's schon heller über der Kriegelalm. Bald kommt der Mond raus.
Ich lass dich jetzt allein. Bis nachher. Ja. Ich versteck mich im Unterholz. Da schau her. Schopenhauer. Über die Weiber. Das niedrige, wachsene, schmalschultrige, breithüftige und kurzbeinige Geschlecht, das Schöne nennen, konnte nur der vom Geschlechtstrieb umnebelte männliche Intellekt. Da legst du nieder. Und alles noch dick unterstrichen. Wenn dieser Herrn Wanninger nicht umhaut, dann weiß ich nicht. Ja. Frösche, ja. Was machen Sie denn hier? Ja, ist gut. Ich danke Ihnen recht schön, Herr Kollege. Wiederhören. Ich stelle Routineermittlungen an, Herr Oberinspektor. Jetzt? Und wieso überhaupt in München? Ja, wir haben festgestellt, dass zur Zeit der Überfälle jedes Mal ein Bauerntheater an den betreffenden Orten gastiert hat. Haben Sie die Leute hierher gebracht? Nein, nein, der Herr Wanninger hat vorgezogen, die Verdächtigen an Ort und Stelle einem scharfen Dauerverhör zu unterziehen. Prost, Kollegen! Prost! Sitzt ihr immer nach der Vorstellung so gemütlich beieinander? Ja, freilich. Kunst macht durch. Ja. Bloß der Loisel ist nicht immer dabei. Du weißt schon, warum, gell? Und der Bertel, der studiert allebei auf seinem Zimmer. Also, Froni, wenn ich so jung war wie die zwei, ich wisst schon, was ich nach der Vorstellung bete. Sind die noch nicht wegen dir aufeinander losgegangen? Jawohl. Der Loisel, der Bertel, ne? Die laufen bloß auf der Bühne wegen mir. Und Satan und Engel. Ja. Ja, jetzt entschuldigen Sie, Herr Wanninger, schon ein bisschen spät waren und ich möchte noch was tun. Ja, ist schon recht. Da fällt mir rein. Ich auch. Schönen Dank für den Einstand. Ja, bitteschön. Sechs, das ist die heutige Jugend. Ja. Rosi, noch eine Runde. Ja, ist schon recht. Jetzt möchte ich aber doch gern wissen, was in dem Stück Satan und Engel eigentlich passiert. Oh, das ist ein hochpoetisches Stück, wo die Leute lachen und schluchzen. Ja, langsam, Käse. Schluchzt doch bloß ihr am Schluss. Okay, hör auf. Also, die Froni in der Hauptrolle hat in dem Stück drei Verehrer, die ganz narrisch hinter ihr her sind. Ja. Der eine ist ein alter Depp, den spielt natürlich meine Mutter. Der andere ist ein junger, reicher Bauernsohn. Und die zwei führt's an der Nase rum. Ja. Und nimmt zum Schluss einen dritten, einen armen Knecht. Ja, das ist aber ein sauberes Stück. Ja. Sieh, da darf ich ganz gerne mal mitspielen. Nein, das ist ein für alle Mal vom Spielplan abgesetzt, passt okay. Da. Na, Vater, das ist doch meine beste Rolle. Ja, aber meine Herr ist Wanninger. Umso schlechter. Ja, was ist denn? Herr Wanninger, Sie werden am Telefon verlangt. Dankeschön. Ja, dann entschuldigen Sie mich einen Moment, Herr Direktor. Wenn nur die unten nicht ausbleibt, gell? Die kommt. Also, ich hab gesagt, passt da, und da reden wir nicht mehr drüber. Okay. Also, alles Hintermeier ist vorbestraft wegen Körperverletzung und Straßenraub. Ja, da schau her. Ja, und was ist mit dem Bertel? Ach, der ist doch unwichtig. Der stammt aus den besten Kreisen. Sein Vater ist der Inhaber der Graudenzwerke in München. Aber der Loisel ist in einem Erziehungsheim aufgewachsen, hat keinen festen Wohnsitz. So, so. Und seit wann ist er denn bei der Dachswanger Bühne, der Bertel? Ja, die sind ja alle zwei noch nicht lang dabei. Der Bertel hat Philosophie studiert. Und offenbar vor kurzem sein Studium unterbrochen. Aber der Loisel ist schon von jeher ein Herumtreiber und seit das letzte Mal aus dem Gefängnis gekommen ist. Ja, schon gut. Aber was hat denn der Vater von dem Bertel dazu gesagt, dass der Bub sein Studium ganz einfach abgebrochen hat? Der hat jede Aussage verweigert. Aber das ist doch uninteressant. Glauben Sie mir, Herr Wanninger, mit dem alles Hintermeier haben wir den Mörder. Ja, das kann schon sein. Aber ich möchte gerne auf Nummer sicher gehen. Ah. Machen wir so weiter, Fröschel. Ich muss noch mehr über die zwei wissen. Ja, und wenn der Täter dann wieder eine Frau überfällt? Vielleicht will ich das grad. Was? Das wollen Sie auf Ihre Kappe nehmen? Ja, aber natürlich nicht ohne Vorsichtsmaßnahmen. Ein Haufen Geld darfst du ausgeben. Das windige Zeug. Geh, Leute, hilf mal! Au! Au! Ist was passiert? Jetzt aufpassen, Sie rümpfen! Ich hab ein ganzes Fuß gequetscht. Entschuldigung, Herr Direktor, es tut mir leid, aber ich bin gestolpert. Ludwig! Au! Ja. Du schmeißt mir den Fuß auf! Au! 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 Au!
bring Ihren Vater gleich hin. Ja, ist schon recht. Komm, Vater. Au! So, au, au! Ja, was machen wir denn jetzt? So wie der Fuß ausschaut, kann mein Mann heute auf die Nacht nicht auftreten. Entschuldigung, Frau Direktor, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte. Nur vielleicht könnte ich die Rolle vom Herrn Direktor übernehmen. Im Maiengewitter? Mhm. Nein, die ist zu groß, das schaffen Sie nie. Sure. Ja, vielleicht gibt's dann irgendwo eine kleinere, zum Beispiel in Satan und Engel. Nein, bitteschön. Bitteschön, nicht mehr Satan und Engel. Ja, warum denn nicht? Weil es der Herr Direktor nicht will. Und recht hat er. Ist doch ein ziemlicher Schmarrn. Was? Das schönste Stück von meiner Tante Walburga. Also, wenn mein Mann nicht da ist, bin ich der Chef, das merkt euch. Und ich sag, das Stück wird heute auf die Nacht aufgeführt. Ja, jetzt haben wir aber schon die falsche Dekoration aufgebaut. Ja, was, die lassen wir. Gehen Sie nur, Herr Wanninger, und lernen Sie Ihre Rolle gut. Ja, dankeschön, das mache ich. So, darf ich wirklich hoffen? Ich sag nicht ja, ich sag nicht nein. Schau, Bärbel, ich weiß ja, ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber wenn ich dir beweisen könnte, dass mein Herz noch jung ist. Bärbel, verlang von mir, was du willst. Wanninger, was treiben Sie denn hier? Ich? Ach, ich überdenke nur noch mal die Aktion von heute Abend. Genau deswegen bin ich hier. Was mir Fröschel da berichtet hat, das darf doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Wollen Sie wirklich wegen eines so zweifelhaften Experimentes unter Umständen ein Menschenleben gefährden? Ja, aber nur, wenn Sie die Aktion persönlich leiten, Herr Steiner. Denn das garantiert mir, dass zwischen 22 und 23 Uhr bestimmt keine Frau auf der Straße ist. Also gut, die Sache gefällt mir zwar nicht, aber vielleicht kommen wir tatsächlich nicht anders zum Ziel. Also bis heute Abend. Fröschel, ja? Du hast mich doch verstanden. Ich denke schon, Herr Wanninger. Mhm. Und hast noch was erfahren über die zwei Burschen? Ja, der Loisl ist einmal bei einer Verhandlung einem Kripo-Beamten an den Hals gesprungen. Dass er zudrücken kann, das hat er bewiesen. Ja, und der Bertl? Du hast mir immer nur von seinem Vater erzählt. Ja, eben. Die Ehe ist nämlich schon vor 10 Jahren geschieden worden. Aha. Lass mich in Ruhe, dann schmeiß ich den Vater raus. Dasselbe gilt auch für dich, Bertl. Meinst du, ich merke nicht, wie du mich immer heimlich anstarrst? Nix will ich wissen von euch zwei, das ist ein Aufwaschen. So, und jetzt raus mit euch, ich muss mich fertig machen. Froni, hättest du mir gefallen? Kommen Sie auch noch daher. Stück hat noch gar nicht angefangen. Aber okay, ich möchte doch bloß, dass du zum Schluss noch einen Satz sagst, den ich dir da in dein Textbücherl reingeschrieben habe. Ich finde ganz gut. Und ich glaube, das wäre ein schöner Abschluss für die Szene. Schau mal. Naja, wenn es bloß ein Satz ist von mir aus. Ja, ich danke dir schön. Also, wir beginnen Punkt 21.30 Uhr. Jeweils nach Plan Doppelstreifen in Zivil. Um 22 Uhr darf sich keine Frau mehr allein auf der Straße befinden. Und sagen Sie Ihren Leuten, sie sollen möglichst unauffällig vorgehen, denn der Täter darf natürlich nicht gewarnt werden. Ja, ich danke Ihnen, mein Herr. Sagen Sie mal, Frau Schön, wo steckt eigentlich Herr Wanninger? Mein Herz blutet, wenn es sein muss. Das nützt mir nicht viel. Aber vielleicht die Sumpfwiesen oben am Ried? Aha. Was, Gschwendner Bauer, du bist schon wieder. Gell, laufen wir draußen im Stall. Ich glaub, das Kalb von der Stasi liegt quer. Ja, ist schon recht. Psst, Bärbel! Bist du allein? Ja, triffst du's günstig, Toni. Darf ich mir ein bisschen zu dir hersetzen? Ja, komm da her. Werde ich ja nicht beißen. Du weißt ja, warum ich da bin. Ich kann nicht mehr essen und nicht mehr schlafen und nicht mehr arbeiten. In meinem Kopf geht alles ganz durcheinander, bloß weil ich da und an dich denken muss. Denk ja auch viel an dich, Toni. Hast du das überlegt mit dem Sparbuch? Schau, wenn einer verliebt ist, das hast du ja selber gesagt, dann könnte er alles herschenken und wäre doch glücklich. Ist nicht so, Toni? Gehst du nicht gleich von der Bärbel weg? Was geht denn das Dio? Das Rumschau-Witzel, das wird mir jetzt langsam zu dumm. Da geh her, das tragen wir aus. Ja, ich komm
nur her. Hock dich hin! Ihr seid so gut und halt die Lampen. Sonst ist die auch hin. Du, der brauchst schon her. Ja, da muss das. Du, jetzt pass auf, geschehen! Ja, da, du! Drum sag ich euch jetzt, wen ich heiraten will. Mich. Weil ich wirklich gern hab. Ja. Weißt du, komm rein. Den da will ich. Und keinen anderen. Was, unseren Knecht? Den Hungerleider? Das ist ja nicht mehr lang, Mutter. Sag's einer, Bastl. Also, ich habe jetzt erfahren, dass bei der Sumpfwiesen vom Gschwendnerbauer die neue Autobahn durchkommen soll. Tja, und da uns ja jetzt die Wiesen gehört und wir auch das nötige Geld vom Toni haben, bauen wir uns deine Raststätte hin. Ja, du Haderlump, du Miserabliger. Nicht nur, dass du die Bärbel wegnimmst, schlagst jetzt auch noch aus meinem Wiesenkapital. Jetzt sei Staat, bist doch selber schuld mit deiner blinden Liebesgier. Was? Und du, Toni, glaubst, dass man für Geld alles haben kann? Ja, du bist ein reicher Bauer. Aber ein richtiges Mannsbild bist du halt nicht. In die Augen kannst du ihm nicht schauen. Ja, hast denn du wirklich glaubt, die heirat so einen Schwächling? Ja, ja, du bist gerade dein Vater, denn seine Frau davon gelaufen ist. Ja, was haben wir? Da, Birscherl, du überfallst niemand mehr. Auf geht's. Ab aufs Revier. So war's recht. Na, Fröschl, hast du was abgekriegt? Ja, der hat ganz schön zudrückt. Also, wenn ich jetzt da ein ahnungsloses Mädel gewesen wäre. Na ja, dass du ein Mädel bist, das könnte man zur Not noch abnehmen. Aber ahnungslos bist du bestimmt nicht mehr. Sie geben also die Überfälle in Wasserburg, Trostberg, Traunstein und Rosenheim sowie den Mord in Prien zu. Aber Menschenskind, was hat sie denn dazu veranlasst? Ich verstehe das nicht. Sie stammen doch aus besten Verhältnissen und haben eine gute Erziehung genossen. Was für ein Motiv haben Sie denn für diese Überfälle gehabt? Ich glaube, Herr Steiner, das kann ich Ihnen sagen. Der Bertel hasst alle Frauen, seitdem damals seine Mutter von daheim davongelaufen ist. Hören Sie auf damit. Ich habe keine Mutter. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie sie in ihm ausgeschaut hat, als er sich in die Froni verliebt hat. Gerade hin und her gerissen hat es zwischen seinem Hass und den für ihn noch ganz neuen Gefühlen für ihr junges Mädel. Tja, und wie ihn dann die Frone in dem Theaterstück vor allen Leuten bloßgestellt hat, da hat er das ernst genommen und vollends den Verstand verloren. Eine richtige Zwangsvorstellung war es jedes Mal für ihn. Rächen hat er sich müssen an den Weibern. Irgendeine packen und würgen. War es nicht so, Bertel? Führen Sie nach. Jetzt sagen Sie mal, Herr Wanninger, woher haben Sie eigentlich gewusst, dass der Bertel der Täter ist? Na ja, sonst wäre doch nur noch der Läusl in Frage gekommen. Aber der ist doch viel zu normal hinter die Weiber her, als dass er sie erwürgen hätte. Ja, das verstehe ich schon. Schau, der Bertel, der ist im Grunde genommen ein armer Teufel, dem eines Tages die ganze Welt zusammengestürzt ist, sodass er sich nicht mehr zurechtgefunden hat. Und niemand hat er gehabt, der ihm gesagt hat, wohin er sich verirrt hat. Ein Glück, dass es bei der Kriminalpolizei anders ist, Wanninger. Denn wenn sich da ein Beamter auf die Bühne verirrt, sagt ihm wenigstens ein Vorgesetzter, dass er da nichts zu suchen hat. Auch nicht in einer Zwangsvorstellung.